Es gibt Orte, da wollen viele hin. Richtige Hotspots, wo sich Tiere, Landschaften und Phänomene von ihrer gewaltigsten Seite zeigen. Sehnsuchtsorte von Fotografen aus der ganzen Welt. Groß, laut und bunt. Dieser Ort ist anders. Ein Kilometer Feldweg mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Weg, wie es ihn bestimmt etliche andere Male gibt. Ein Weg, den ich seit Jahren besuche. Immer abends, meistens alleine und oft mit meiner Kamera. Geschützt von der einbrechenden Dunkelheit ziehe ich los. Laufe durch meine eigenen Fußstapfen vom Vortag. Ich werde langsamer und leiser. Ein Rehbock bellt, eine Nachtigall singt und ein Kranich trompetet. Wie schon so häufig komme ich hier zur Ruhe. Ohne Eile, ohne Druck warte ich darauf, dass die Natur sich offenbart. Das Licht schwindet, das Knarren meiner Schuhe wird lauter. Im Gras raschelt ein Dachs, Spinnen ziehen ihre Fäden lautlos am Wegesrand. Über mir folgen die Äste der Melodie des Windes. Die letzten Vögel verlassen die Bühne des Himmels. Wie ein Schatten wandert ein Reh über die kontrastreiche Kante des Horizonts. Hinter der großen Buche am Waldrand ist ein weiteres. Hat es mich gehört, gerochen oder gespürt? Es schaut in meine Richtung. Und doch frisst es langsam weiter. Wie ein schwarzes Tuch legt sich die Nacht über die Wiesen. Der schwere Geruch eines Weißdorns versüßt das Knarren der Laubfrösche. Der Mond geht auf und meine Sinne justieren sich neu. Die Augen gewöhnen sich an das schummrige Licht und Fotografie wird zur Nebensache. Wieso bin ich genau an diesem Ort? So nah, so beliebig und so austauschbar. Ein Ort, der dir gleich ins Auge springt. Eine zufällige Beobachtung eines Rehs in der Dämmerung reichte aus, um mich vollkommen zu begeistern. Ich kam wieder, um es zu fotografieren, Abend für Abend, bis es ein fester Bestandteil meines Tagesablaufs wurde. Wenn schon Zufälle wie diese ausreichen, um Sehnsuchtsorte zu erschaffen, was wartet dann bereits an der nächsten Ecke auf mich? Liegt es am Ort oder machen nur meine Gedanken und die ständigen Besuche ihn zu dem, was er ist? Je weniger ich mich bewege, desto mehr verschwimme ich mit Bäumen, Wiesen und wandernden Schatten. Als Teil einer zur Ruhe kommenden Natur stehe ich im feuchten Gras und lasse mich von der Nacht umhüllen. Voller Erinnerungen und neuen Visionen ist dieser Ort mein Sehnsuchtsort. Und ich freue mich jetzt schon auf morgen Abend.